Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son Paper Trail Teil 4. Für mich ist das der Beginn eines langen Aufnahmemarathons heute. Für die Leute, die es interessiert, ich habe den Rest der Woche heute recht wenig Zeit. Und ja, deswegen wird der Part, den ich jetzt gerade aufnehme, wahrscheinlich auch noch heute veröffentlicht, also am 14.04. Das heißt, sehr, sehr aktuell. Und ich muss heute auch noch Mass Effect für heute aufnehmen und für den Rest der Woche wahrscheinlich auch, weil ab Mittwoch habe ich nur noch wenig Zeit, wie gesagt. Und ja, könnte also alles ziemlich eng werden. Ja, wie gesagt, nur für die Leute, die es interessiert, was ich zu diesem Projekt hier noch sagen möchte, bevor es losgeht. Wir haben jetzt ein kleines Problem, und zwar Paper Trail Teil 4 ist jetzt raus, super toll, wir müssen jetzt jeden Tag ein Part und so weiter und so fort. Paper Trail Teil 5 kommt aber erst am Wochenende raus. Und Paper Trail 6 dann auch erst eine Woche später. Da wir aber links momentan nur noch irgendwie drei Parts haben, weil wir haben bislang alle Nebenaufträge gemacht, haben jetzt nur noch Paper Trail Teil 5, Teil 6 und das böse Ende. Das böse Ende würde ich gerne als... ja, finalen Part nehmen, wo wir dann halt quasi die fünf bösen Entscheidungen treffen, die man in diesem Spiel nehmen kann und ja, ich damit auch noch die böse alternative Story-Enden-Dingens da zeige. Ja, das würde ich gerne als letzten Part machen, weil ich finde, das eignet sich besser als ein Ende, als für ein Ende, als so ein, ja, doch eher recht eintönigen Webbrowser-Gestöber von Teil 6. Und das bedeutet aber auch, dass wir jetzt einige Tage Pause haben werden von dem Let's Play, weil Paper Trail Teil 5 nur mal erst am Wochenende rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine halbe Woche bis eine Dreiviertelwoche Zeit und danach nochmal auf jeden Fall eine ganze Woche Pause. Deswegen wird es in den nächsten Tagen erstmal ein paar Ersatzfolgen geben. Und zwar wird morgen anstelle von diesem Projekt ein Spezialvideo geben zum allerersten Super Smash Bros. Teil. Also zum Nintendo 64 Teil habe ich letzte Woche schon aufgenommen. Und ja, wird morgen kommen. Und übermorgen startet dann ein kleines Mini-Let's Play zu, ja, Super Smash Bros. Melee. Das habe ich auch schon letzte Woche komplett aufgenommen. Geht insgesamt über 5 Parts, wo ich alles so ein bisschen zeige, was es in dem Spiel gibt und so weiter und so fort. Das heißt, morgen ein Part Super Smash Bros., dann 5 Parts Super Smash Bros. Melee, dann gibt es Paper Trail Teil 5. Und... ja, dann werde ich wahrscheinlich mit meinem Super Smash Bros. Brawl Let's Play weitermachen, was ich letztes Jahr schon mal angefangen habe. Erstmal die Charaktervorstellung alle fertig machen, weil ich finde, das macht mehr Sinn vom Superraum, wenn bisher das mal alle schon mal gespielt hat. Und ja, keine Ahnung, mache ich 5, 6, 7 Folgen vielleicht von Super Smash Bros. Brawl. Und ja, je nachdem, wie schnell ich das schaffe, mit Paper Trail 6 fertig zu werden. Und dann kommt bei Paper Trail 6, dann kommt das Ende von Infamous und dann geht Super Smash Bros. Brawl als reguläres Projekt weiter. Nur so als Information, wenn ihr euch wundert, warum jetzt die nächsten Tage kein Part kommt. Ich könnte ein bisschen heiser klingen, bin ich auch seit Samstag, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, habe keine Erkältung, nichts. Bin einfach nur heiser. Gut, warum ich das am Samstag war, könnte sich damit erklären, dass ich ja als Dauerkartenbesitzer von Hannover 96 ein bisschen rumgebrüllt habe im Stadion, aber warum das heute immer noch so ist, keine Ahnung. Also, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Und wir setzen unsere Reise nach Silvia fort. Hat jetzt ja auch schon lange genug gedauert hier. So, meine Liebe, wo bist du? Da bist du. Tachchen. Bringst du uns wieder zum Schauplatz eines Verbrechens? Und warum lagst du jetzt hier in Sackgassen? Täubchen, bei Fuß! Sehr ein Hase, aber okay. Die Kraft hätte ich auch gerne. Die sieht einfach cool aus. Kann wahrscheinlich nicht wirklich viel, aber die sieht einfach cool aus. Jetzt bleib doch mal stehen! Okay. So weit, so gut. Verdammt. Muss ich irgendwie hoch oder was? Was denn jetzt? Ja, da wäre ich. Okay. Niedlich. Das ist auch schon unser Ziel. Wie, das war schon nur die Taube diesmal? Kein Tatort, nichts? Das ist strange. Na, dann senden wir die Taube mal. Vielleicht ist die ja diesmal... ein wenig interessanter als sonst. Okay, dann untersuchen wir die Taube. Ich musste ja schon mal den ersten Cut machen, kennt er ja. Ich will das Passwort nicht unbedingt öffentlich zeigen, also bis gleich.
So, da sind wir dann auch schon im Browser und hier haben wir die Origami-Taube, die wir gerade rübergeladen haben. Leider wieder alles in Englisch hier, aber okay. Schauen wir uns das mal an. Diesmal ist es Nummer 10 und dieser komische Drache fliegt also mit dem Häschen oder was das ist zu Your New Home. Das ist doch ein Gefängnis. Ich dachte, die sind Freunde oder so, die kannten sich doch. Warum soll er die jetzt zum Gefängnis bringen? Ach, sie ist der Hase. Und der Drache ist Augustin. Und Augustin hat sich quasi so als Mutterperson, als Freundin und so weiter ausgegeben, hat sie mitgenommen, dann hat sie sich gefragt auf der Reise, wohin sie die. Also erstmal haben ihre Leute alle umgebracht und als sie nach Hause kam, hat sie sich gewundert, warum alle umgebracht wurden. Und Augustin hat sich als Freundin ausgegeben, hat sie dann mitgenommen und auf der Reise dahin hat sie sich gefragt, wo sie sie denn hinbringt. Und dann sagt sie dann neues Zuhause, aber in Wirklichkeit ist das neue Zuhause kein wirkliches neues Zuhause, sondern in Wirklichkeit ein Gefängnis. Und die ganzen anderen kleinen Szenen, die ganzen anderen Zwischensprünge, die wir da die ganze Zeit hatten, wo ich mir gedacht habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt sind wir plötzlich in einer anderen Szene, jetzt wird hier plötzlich ein Hase angegriffen. Das waren alles andere Conduits, die angegriffen wurden, die da unten bereits alle eingesperrt sind, die drei. Jetzt macht das langsam Sinn. Das ist eine comichafte Verbildlichung ihrer Vergangenheit von Celia. Aha. Oh Gott, das ist ein langer Text. A dove flaps its wings, carrying hope for the caged. Caged, sorry. Hunted by hatred. Everyone lives in a cage, it's just that some have more room than others. I hated every second of Column K. The concrete, the glass, the window, the silence. The only thing that ever made me happy was the paper privilege. privileges. One blank sheet a day to draw whatever I wanted, to write whatever came to me, to shape however I pleased. Strangely, I always choose to make doves. Maybe it was the idea of flying free and its symbolism to pe of peace. Or maybe it was the fact that I couldn't turn my head without seeing the DUP logo everywhere. Either way, it's part of me now forever. The normals are on a rampage. Some believe that peace is only reserved for them. FAN 999020814333. Okay. Nummer schreibe ich mir mal auf, für die Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Sie hat halt gemeint, dass, ja, sie wurde halt vom Hass gejagt und so weiter und so fort. War die ganze Zeit in Column K gefangen, sie hat jede Sekunde gehasst. Das Einzige, was ihr ein bisschen Hoffnung gegeben hat, das Einzige, was ihr noch ein bisschen Freude am Tag gegeben hat, ist dieses eine Blatt Papier, was sie jeden Tag bekommen hat, um was aufzuschreiben, was zu malen, was sie wollte. Aus irgendeinem Grund hat sie jeden Tag Tauben gebastelt, also diese Origami-Tauben, die wir jetzt wahrscheinlich hier entdecken. Wahrscheinlich, weil es ein Zeichen des Friedens war oder weil sie jeden Tag das DUP-Logo sehen wusste, sie weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das alles jetzt ein Teil von ihr, die normalen. Sind wohl momentan auf einem Rachefeldzug gegen die Conduits, weil die wohl der Meinung seien, dass Frieden nur für sie bestimmt wäre und so weiter und so fort. Ob sie jetzt ja Selbstjustiz übt oder ob ja sie uns nur über die ganzen Sachen aufklärt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wie gesagt, ich schreibe mir mal die Nummer da auf. 999 0208 1, 4, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind mal wieder 11 Nummern. Das heißt, ich sollte jetzt hier mittlerweile eigentlich wissen, wofür man die benutzt. Dieses DUP-Netzwerk da wird irgendwie immer wichtiger. Das brauchen wir jetzt in jedem Kapitel. Wo war denn das? Das ist jetzt schon zwei Kapitel zuvor gewesen, ne? Da, das DUP-Intranet. Ja. Meld du dich da mal an. Und dann geben wir das dann mal ein 9990. Nein, noch eine 9. 0. 208. 1433. Ah, confidential authorized personal only. Steht dort, ne, steht da wieder auf Englisch. Also theoretisch braucht man das nicht, weil das kann man auch hier schon lesen. An die DUP-Mitarbeiter. Lifeline Parity is a grassroot anti-drug and anti-bioterrorism organization
operating in the Seattle area. Up until now, their presence has been beneficial to the DUP as they have helped Sway? Was ist denn Sway? Steht das hier in der Übersetzung so? As they helped Sway public opinion. Okay, ich weiß nicht, was Sway bedeutet. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, noch nie gehört. Keine Ahnung. To our favor and acted as a volunteer neighborhood that watched the bioterrorist activities. We owe at least half a dozen arrests of their information. Unfortunately, we have reason to suspect the recent rash of conduit attacks have promoted several Lifeline members to take matter into their own hands. 2 days ago, a young man was stabbed to death and witness reported a man dressed in Lifeline apparel fleeing the scene. Regardless of whether or not the victim was actually a bioterrorist, Lifeline's potential vigilantism impeded our mission and reflects purely in an ability to maintain public order. Das ist aber auch auf dem Fernseher ist das verdammt scheiße zu erkennen, weil ich hier vor meinem PC sitze und der dann doch relativ weit weg ist und nicht der größte Fernseher ist. Da muss ich immer verdammt nah ranrücken, um das wirklich gut lesen zu können. Wo waren wir jetzt? Hier, ne? This prompt us to investigate a known Lifeline gathering place. Our field agents recovered a potentially meaningful piece of evidence that was disposed nearby. It can be viewed via FAN, blah blah blah. Additional information about the group activities can be found at lifelineparity.com. We are currently reviewing the situation as assessing it further action is warranted. Oh mein Gott, jetzt haben wir schon wieder eine Nummer. Also 6 275 1111 459 und wir haben eine Internetadresse, das ist lifelineparity.com. Geben wir erstmal die Adresse, die Nummer hier ein, wenn wir schon mal hier sind. Also 6275 1111 459. Okay. Fuck, ey. Ernsthaft? Wir können das hier verschieben? Super! Ja, gut. Das muss schon mal nach ganz links. Das sollte eigentlich klar sein. Kommt das noch da dran an der Seite? Ich muss aufpassen, dass ich das hier nicht aus dem Bildschirm rausschiebe. Ja, das kommt da, glaube ich, noch dran. Also, du kommst nach ganz zur Seite. Dann müsste das da so dran kommen. Das ist mit der Maus natürlich wesentlich einfacher als mit so einem blöden Controller hier. Kommt dann das? Ne, wir brauchen ja irgendwas, wo hier auch was anfängt, ne? Irgendwo muss hier ja auch was anfangen. Das heißt, wir müssen nicht nur auf den oberen Teil achten, sondern unten darf halt auch das hier könnte passen. Ich mache das hier mal kurz weg und ziehe das hier mal kurz weg. Denn das Ende müsste das hier sein. Beziehungsweise da kommt halt das dann noch dran hinten, ne? So, damit haben wir Anfang und Ende schon mal. Das ist ja schon mal ganz toll. Jetzt brauchen wir irgendwas, wo hier oben nur... Du bist das nicht, ne? Nee.
Ganz unten würde was fehlen. Oh Gott, das kann ja Jahre dauern. Das kommt sogar noch davor. Das müsste nämlich jetzt da so... Oh, mit diesem Scheiß-Controller, ne? Es lässt sich so scheiße ziehen. So, jetzt kommt das, was wir hier eben schon hatten. Mann, 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 Mann. Aber wir brauchen irgendeinen Buchstaben, wo... Passt das hier? Nee. Da ist in der zweiten Zeile schon... Das kann jetzt auf jeden Fall ein paar Jahre dauern, bis wir hiermit durch sind. Das hier könnte passen, ne? Aber warum sollte da nur SK stehen? Macht das Sinn, SK? Oder macht das überhaupt keinen Sinn? Ich weiß ja auch nicht, was dahinter stehen soll. So, No to drugs, no to bioterrorists, sick and tired of hearing conduit. Moment mal, muss das da stehen? Ah! Unten steht sogar, was da stehen soll. New Passcode. Das Einzige, was hier nicht steht, ist der Passcode. Okay, wenn wir schon wissen, was da stehen soll, dann geht's vielleicht sogar. Dann muss hier das hin, ne? Dann muss da das K hin, was wir eben hatten. Dann steht nämlich nicht einfach SK, sondern steht da SICK. Also No... Das O passt dann nicht unbedingt. Wir müssen oben ein O haben. Hier ist oben ein O. No. Irgendwo, wo rechts noch ein T anfängt. Hier fängt rechts ein T an. Okay, das ist ja gut, dass unten zumindest steht, was auf dem Ding draufstehen soll. Das macht uns den ganzen Kram hier auf jeden Fall wesentlich einfacher. Aber wesentlich einfacher heißt nicht, dass es immer noch einfach ist. No to... To... Da muss oben jetzt irgendwo ein D anfangen, ne? Ist das hier? Nee, da fehlt noch was. Was muss unten stehen? No to drugs, no to bioterrorism. Das heißt, unten muss jetzt ein O kommen. Eventuell das hier. Passt das unten? Ne, unten passt das nicht, ne? Sick and tired of hearing. Das hier? Ja, das passt. No to, oben muss jetzt das D weitergehen irgendwie. Jetzt kommt das hier, oder wie? Ja, das sieht jetzt besser aus. Ah, für euch wahrscheinlich mega, mega, mega mäßig langweilig, wie ich das hier mache, aber geht nun mal gerade nicht anders. Ich möchte nun mal wirklich alles zeigen und da gehört das auch mit dazu. Also alles, was ich zeigen kann natürlich. So, dann kommt als nächstes das hier. Oben irgendwie das G, das U. Hier ist das U. Und da ist das G. Und da kommt das S. B. Bio. Ja,
Das ist falsch, ne? Das ist das falsche O. Da brauchen wir das O von hier hinten. Dann ist hier der Bindestrich eigentlich schon richtig. Und dann kommt hier das T. TE. Ah, ist das hier das R? Wird wahrscheinlich das R sein, ne? Oder ist das das falsche R? Ich glaube, das ist das falsche R. Das passt nämlich unten auch nicht. Da muss nämlich live Line stehen. Also muss hier theoretisch das hin. Ich kann mich jetzt auch nach dem Lifeline richten und das dann oben einfach nur anpassen. So, dass es einigermaßen passt. Weil das Lifeline zieht sich hier nun mal unten jetzt komplett durch. Das macht das Ganze einfacher. Und es ist fetter geschrieben. Ich glaube, da fehlt noch was. Da fehlt noch das hier. Boah, ist das mit dem Controller scheiße. Das wäre mit der Maus so viel schneller gegangen. Das hier noch. Und dann das hier. Und dann können wir uns oben an den Bioterrorists den Rest noch zusammensetzen. Einmal das. Einmal das. Das, das hier und am Ende kommen die beiden. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Das noch dran, das noch dran. Dann haben wir das Rätsellösung nach nur 17 Minuten. Super. Vince Operation, no. What tonight? No. Mercy is tonight. Details on the board, new passcode. Fuck, was ist das erste für eine Nummer? Ist das erste eine 2? Das ist voll abgehackt. Oh, scheiße, ey. Jetzt kann ich die Nummer nicht erkennen, oder was? So, also ich erkenne auf jeden Fall eine 3, 3, 5, 9, 1, 6, 0, 1, 0, 5, 4. Und das erste, wenn da noch was vor muss, kann da noch eine 2 vor sein, theoretisch. Wir hätten auf jeden Fall eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-stellige Nummer. Können wir ja mal eingeben. Also, no to drugs, no to bioterrorists, sick and tired of the hearing about conduits, also durchgestrichen, bioterrorists' rights, protect our rights, join the cause today, wins operation, no mercy is denied, details on the boards, und new passcode, und bla bla bla. So, und damit hätten wir, ich gebe es mal hier ein, vielleicht ist es hier richtig, 3, 3, 5, 9, 1, das ist zwar kein Passcode hier, aber okay. 1, 6, 0, 1, 0, 5, 4. Okay, die Nummer ist nicht falsch.
Ist falsch. Ist doch falsch. So, wir nehmen neue Seite. Okay. Kann ich hier nicht irgendwie? Doch, kann ich. Oder kann ich auch nicht? Keine Ahnung. Mach eine neue Seite jetzt. Warum ist mein Zeiger weg? Egal, geben wir etwas ein. Und zwar gehen wir jetzt mal auf Lifeline. Lifeline Parity.com. So, hier geht es auf jeden Fall weiter. Jetzt müsste man sich hier nicht extra nochmal anmelden. Wenn ihr nicht, sonst würde hier nur Informationen stehen. Bei Parity meets Security. Ihr könnt euch hier ruhig alles durchlesen, wenn ihr wollt. Wir gehen hier rein. Hier haben wir Darwin, One Less Bioterrorist, Rally Time, Miss My Adelies, Help und Funny Flick. Was ist denn Help? I'm kinda nervous to bring us to the topic, but I really need someone to talk with. I think I might be a conduit. But I feel different, like no one understands me. Ja, danke Krankenwagen. Sei mal noch lauter, bitte. Super. Oh, I understand you were noted, Panda. Please don't attack this poor kid. Okay, okay, also der eine denkt, er ist ein Bioterrorist, das natürlich in einem Anti-, also ein Conduit, und das in einem Anti-Bioterroristen-Forum zu schreiben, ist natürlich nicht ganz so schlau. Bringt uns aber nicht wirklich weiter. Funny Flick. Ach, hier müssen wir das Passcode den Passcode eingeben. Okay. Ich versuch's dann mal mit 33. 33. 59. 160. 1054. Das ist falsch, dann werde ich vorher noch mal eine 2 vorsetzen. Das ist auch falsch. 2, 3, 3, 5, 9, 1, 6, 0, 1, 0, 5, 4. Es ist genau der Code, den ich rausgeschrieben habe. Ist natürlich scheiße, wenn der nicht funktioniert, ne? Ja, gut, nochmal. 3, 3. So, noch einmal bitte. Einfach nur mal, um sicher zu gehen. 3359. 160. 1054. Was ist, wenn das hier auch eine 6 war? Kann ja sein. Oder was ist, wenn das davor eine 5 war? 5915. 0. 154. Stimmt auch nicht. Gut. Wir werden einmal kurz online gucken müssen. Tut mir leid. Aber wenn ich jetzt ein Passwort falsch aufgeschrieben haben sollte, dann werde ich jetzt 59 Jahre rätseln und ich muss, glaube ich, das Ding nochmal neu zusammensetzen. Okay. Ja, super geil. Also die Nummer bringt uns gar nichts. Denn hier steht, die Nummer ist unterschiedlich von Account zu Account. Geil! Also, was machen wir jetzt? Ich gebe einfach mal die Nummer ein, die wer anders hier hatte. Der hatte nämlich die 191 36. 3, 4,
161. Ja, das ist natürlich nicht unsere Nummer. So, kann man nochmal... Wie lang ist denn die Nummer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 war die lang. Und unsere ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nummern lang. Das ist schon mal merkwürdig. Dass seine Nummer 10 Stellen lang ist und unsere 11. Vielleicht sogar 12, wenn die 2 vorne noch war. Wenn ich das Puzzle jetzt nochmal neu zusammensetzen muss, dann mache ich gleich einen Cut und mache das Ding am PC, damit das nochmal schneller geht. Wir haben es ja schon einmal zusammengesetzt. Kann ja nur sein, dass ich die Nummer falsch abgeschrieben habe. Wo war das? Da war die komische Taube. Das hier muss das gewesen sein. Wie konnte ich nochmal zurückgehen? Habe ich jetzt vergessen irgendwie. Und ich wollte jetzt nicht die Seite switchen, sondern ich wollte eigentlich eine Seite zurückgehen. Oder was passiert, wenn ich die Nummer hier nochmal eingebe? Eigentlich will ich die nicht nochmal eingeben. Weil ich glaube, dann lädt das komplett neu. 6, bla. Go. Ja, ich muss das Ding nochmal neu sortieren. Okay, dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hoffentlich die richtige Nummer habe. Also bis gleich. So, da habe ich dann meinen persönlichen Pass dann doch rausgefunden. Wie gesagt, den Code, den ich verwendet habe, könnt ihr nicht unbedingt verwenden, weil das von Account zu Account unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, ob ich mich da vorhin einfach total verlesen habe oder ob bei meiner PlayStation wieder ein Anzeigebug drin war. Es sind auf jeden Fall keine zwei Dreien am Anfang gewesen, sondern nur eine. Deswegen war der Pass bei mir, der Code bei mir einfach 359160104. Also quasi genau das, was ich vorher hatte, nur keine zwei Dreien am Anfang. Ich habe es am PC gemacht und habe dann gleich am Anfang gemerkt, hier ist hier nur eine 3, habe das dann direkt eingegeben. Das heißt, ich muss das Ding nur halbfertig stellen und schon hat das funktioniert. Hier ist ein kleines Video, ich weiß nicht, ob das auf der PlayStation funktioniert, habe es am PC schon mal kurz angespielt. Scheint aber zu funktionieren, jawohl. You know who we are and you know why we're here. It's time to say goodbye to another bioterrorist. Oh, come on, bioterrorist. You gotta be kidding! Oh! Who said anything about a joke? This piece of trash was living and working in your city pretending to be one of you, a bioterrorist. I am one of you! Bioterrorists are enemies of the state. If the DUP won't clean them up, we will. I'm not a bioterrorist, I swear, I'm one of you. Explain your test results then. Wait, what? According to the Conduit Rights League, you are. What are you talking about? You're on the DUP's threat list, Jordy. What? You betrayed us. And now we're going to make an example out of you. Vince? Oh my God, Vince! No mercy for bioterrorists. That you always said. Vince! Right, Jordy? Vince, I know it's you. Help me. Get in. Vince. Shut up. Get in. Na dann. Okay, da werdet ihr natürlich super für gelobt, dass die das so toll gemacht haben. Und hier ganz am Ende befindet sich ein Link. Da muss man einmal draufklicken. Und normalerweise, wenn es nicht auf der PlayStation wäre, würde sich hier unten jetzt ein Bild öffnen. Und dieses Bild ist dann perfekt für unser Profil. Denn dieses Bild ist das, was wir gebraucht haben. Das zeigt nämlich eine kleine Siedlung. Nicht eine kleine Siedlung, ein Haus in der Stadt und genau zu diesem Haus müssen wir jetzt hin, deswegen gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Das ist alles, was man haben will. Man muss auf den Link klicken und dann hat man ein Bild und dieses Bild bringt einen dann weiter. Also, verwenden Sie das Foto aus Ihrem Paper Trail Online Profil, um die ermordeten Conduits zu finden. Okay. Muss ich das Bild jetzt wirklich verwenden? Okay, wartet mal. Ich mache mal kurz den Browser nebenbei auf. Seattle Fish Market steht da. Da ist ein großer Zylinder. Das heißt, der Fish Market... Wo ist der denn? Ich denke mal im Market District, ne? Oder? Hat man jetzt echt gar keine Spur, wo das Ding sein soll? Hm.
Okay, ich mache ihn mal auf den Weg zum Market District. Ich hoffe, da ist der Fischmarkt dann auch. Also das könnte ich jetzt hier stundenlang durch die Stadt, oder die ist ja riesig. Und das Foto ist echt nicht groß, da sind nur so zwei Häuser drauf. Dem einen steht ganz fett oben drauf Seattle Fish Market. Ah, Nacht wäre schön. In der Nacht könnte man hier jetzt viel besser die Neon-Lekramen sehen. Neon-Reklamen natürlich. Was ist hier? Seattle's? Seattle's. Oh, wir sind hier tatsächlich richtig. Da hinten ist der Market District. Namensschilder sammeln. Wir haben ein Foto von... diesem Markt hier. Und einer Neon-Lekrame... ich sag wieder Lekrame. Reklame mit einem... Zauberhut drauf. Die sehe ich jetzt gerade aber nicht. Aber dieses Seattle Fish Market Schild sehe ich. Moment. Wurde das von hier gemacht, das Foto? Ja, tatsächlich, das muss von hier gemacht worden sein. Man sieht nämlich genau diesen Ausschnitt. Genauso sieht man das. Aber gut, dass ich den Market District direkt angesteuert habe. Das hat uns natürlich einiges an Zeit erspart. Das Problem ist halt, wir müssen jetzt irgendwie Namensschilder sammeln. Gehen wir hier mal runter, da unten sind nämlich nicht umsonst Polizisten. Halt, ich ist es, glaube ich, schlauer, wenn wir von der anderen Seite kommen. Namensschild. Lass die Leichen identifizieren. 1 von 8. Das sind ja echt einige. So, 2 haben wir. Aber nach wie vor erst 2. Da sind noch welche. Da haben wir dann Nummer 3. Nummer 4. Das sollte mir weiterhelfen. Noch 2. Nein, noch 4 natürlich. Hier liegen noch... ja, da liegen die restlichen 4. 8 Leute wurden hier so umgebracht, ja. Wahrscheinlich müssen wir jetzt alle 8 Namen überprüfen, oder was? Na super! 8 Namensschilder. Die werden natürlich auch gleich wieder ans Profil geschickt. Ist ja klar. Ja, ballert hier mal schön auf uns. Wir stellen mal kurz die Verbindung her, können wir wieder abhauen. Und auf Wiedersehen. So. Sollte ich erstmal ganz in Frieden bleiben können. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mich wieder angemeldet habe. Also, bis gleich. Und da sind wir dann auch wieder im Profil. Und hier haben wir Backed and Tags Decode the Toe Tags. Wir müssen ja sowas dekodieren. Das sieht ja mal aus wie eine 2, ne? Electric Freak. Western Pardis. Smoke Monsters. Fiona Truesdale. Abram Jordan. Was Steam Devil. Art Finch war ein Magnestic Deviant. Chris Novesk war ein Shadow Minace. Und Tag Ellison war ein Wire Mutant. Sarah O'Keen war ein Concrete Demon. Und Benai Senso war ein Mirror Find. Okay, und was soll ich jetzt hier dekodieren? Also, ja.
Fangen wir mal oben an. Wir haben... Ach du Scheiße, wie soll ich mir das denn aufschreiben? Also wir haben eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-stelligen Code. 11-stellig. Natürlich, immer alles 11-stellig hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und die dritte sieht sehr stark nach einer 2 aus. Das erste ist keine Ahnung. Das sieht aus wie Dahnpunkt. 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 Danach haben wir hier irgendwo einen Punkt. Danach haben wir hier direkt untereinander zwei Punkte. Dann haben wir hier so schräg zwei Punkte. Dann haben wir da einen Punkt. Dann haben wir dann nochmal so schräg zwei Punkte, aber diesmal anders schräg. Dann haben wir hier so zwei Punkte. Dann haben wir da nochmal einen Punkt. Das wird dieselbe Zahl sein wie die zweite. Dann haben wir gar keinen Punkt. Und dann haben wir so zwei Punkte. Ich weiß momentan überhaupt nicht, was mir das sagen soll, aber okay. Wir haben 8 Namensschilder, ne? Also mache ich mir auch gleich hier mal 8 Strichlisten. Vier habe ich. Fünf. Sechs. Sieben. Und die achte. So. Scrollen wir mal runter. Da haben wir merkwürdige Punkte. Ich habe momentan überhaupt keinen Ansatzpunkt, wie ich das entziffern soll. Ich zeichne mir erstmal alles auf. Vielleicht gibt das ja irgendwann mal Sinn. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das muss ich nachgucken, wie man da hier was machen soll. Aber wir haben ansonsten nur das ins Telefon. Wo wir zwar was eingeben können. What? Hat er weniger Ziffern? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nee. Ich glaube, ich habe was übersprungen. Also die habe ich aufgezeichnet, die habe ich aufgezeichnet. Den einzelnen Punkt habe ich, die beiden Punkte habe ich. Die beiden Punkte habe ich, ja, da habe ich was übersprungen, sogar mächtig. So, da kommt nämlich jetzt erst ein einzelner Punkt. Und dann kommen die beiden Punkte unten. Für euch bestimmt jetzt mega spannend, wie ich mir das hier aufschreibe. Kann ich mir vorstellen, dass sich da jeder darauf gefreut hat, endlich mal zu sehen, wie jemand sich das hier aufschreibt. So. Boah, das war Nummer 2 von 8. 8. 8. Ah. So, so, so. So, so. So. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal, was eine Zahl von dem bedeuten soll. Woher sollen wir denn den Rest jetzt erkennen? Oder ist die zweite immer... Nee. Bei dem hier kann man immerhin die 2 und die 8 erkennen. Also ich gehe mal davon aus, dass das da oben eine 2 sein soll, ne? Nee, sorry, ich erkenne da nichts. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz in die Lösung gucken, ob da irgendwo steht, wie man das lösen soll. Head to the market, ja, ja, wir kriegen die 8 Opfer. Each tag is a series of dots at the bottom. These actually make up numbers if you look closely or even print them out to draw on them. However you wanna do it yourself or you use this number because it's the same for everybody. Okay. Go back to the DUP intranet.
Wie kommt man auf die Nummer? Also der ist hier auf eine Nummer gekommen und ich weiß nicht wie. Also er steht zwar, man kann sich das ausdrucken und dann kann man versuchen, die Nummer nachzuziehen, aber ganz ehrlich, wenn ich da so, vor allem, hier, wir haben hier 8 Nummern und der hat nur Weston Pardus benutzt, der hat keine anderen benutzt und ich weiß nicht warum. Weil, es könnte doch jede von denen hier sein, oder hatten wir jetzt irgendwo einen Anhaltspunkt, dass wir Weston Pardus suchen? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ja, warum sind die anderen dann überhaupt da? Auf jeden Fall soll das erste angeblich eine 0 sein. Was ich überhaupt nicht erkenne. Das zweite ist eine 2 und das dritte ist auch eine 2. Dass das dritte eine 2 ist, das erkennt man ja. Aber dass das zweite eine 2 ist, sind keine Ahnung. Dass danach soll eine 4 sein? Dann kommt angeblich wieder eine 0. Obwohl die 0, die dann kommt, total anders aussieht als die erste 0. Dann soll eine 8 kommen. Dann kommt die 3, die 5, noch eine 8, eine 1 und eine 9. Also, sorry. Erkenne ich nicht. Falls einer von euch weiß, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das direkt zu erkennen, oder ob ich jetzt irgendwas übersehen habe, womit man das entziffern könnte, ich habe echt keine Ahnung. Der hier schreibt einfach nur, man kann sich das, man kann das ja ganz einfach denken, indem man einfach die Nummer nachzeichnet. Ja, ich... du mich auch. So, also wir hatten eine 4, dann noch eine 0, dann eine 8, dann eine 3. Ich schreibe mir das mal richtig auf hier. Also 0, 2, 2, 4, 0, 8, 3, 5, 8, 1, 9. Genau diese Nummer soll man jetzt angeblich daraus gelesen haben. Habe ich natürlich, hat ja jeder gesehen. Wir müssen zurück ins DUP-Internet. Was ist das hier, oder? Das ist die DUP-Fahrzeugsuche, die brauchen wir jetzt hier nicht. Machen wir wieder zu hier. Das hier ist die DUP-Suche, ne? Müsste sie sein. So, ja, DUP-Internet. Also, wir haben jetzt irgendwie die Nummer 022408. 3, 5, nein, 8, 1, 9. Die ist falsch, super. 0, 2, 2, 4. 0, 8, 3, 5. Ach, das ist eine 6. Okay, das ist keine 8, das ist eine 6. Also 0, 2, 2, 4, 0, 8, 3, 5, 6, 1, 9. Das ist die richtige Zahl. Weil mir ja sofort offensichtlich, kam mir sowieso ganz merkwürdig vor. Für mich sah das ja ganz anders aus, als die Nummer, die er da geschrieben hat. Deswegen musste da ja irgendwie was falsch sein. keine Ahnung, also ich erkenne das echt nicht. 3, 5, 6, 1, 9. Ah, und wieder haben wir eine weitere Taube gefunden. Superior Mental Informatic Inmate 05, was weiß ich, made this stuff in her cell shortly after visiting the Gordon K-Modge with Brooke Augustine during the scheduled supervised training period incident report, bla bla bla. Müssen wir uns diesen Incident Report mal aufschreiben? Ich glaube, wir schreiben uns diesen Incident Report mal auf. Also 4... 8, 2, 8, 1, 7, 2, 3, 3, 9, 9. Also, dieses Drachen-Phönix-Viech kommt zurück. Oder, ach nee, es ist deren erste Begegnung. Who are you? I'm Puru Makuta. The Q will return in greatest numbers. You must not be here. How can I trust you? What choice do you have? Ja, also der tut so, als wenn sie ihm trauen könnte, aber in Wirklichkeit sperrt die nur weg.
Augustine took me to the Gordon Kay. Instead of skill training today, she said that she wanted to show me what happened to conduits on the outside. There were so many bodies, bags filled with violent murdered victims. Brock here and autopsies before they can be released to their families. I didn't want to look at their faces, but I couldn't help it. These weren't bioterrorists. They were mothers and fathers, sisters and brothers, people's best friends. None of them deserved this. None of us asked to be this way. I also met the chief science officer, Tyler Bennett, down there. He's mean. When Augustine wasn't paying attention, he whispered to me that this is what freaks deserved. Deserve. Does he know that I'm a freak too? I don't like him very much. Okay, ja. Also wir wissen ja mittlerweile das gute Ende, dass Augustine den Conduits ja durchaus nichts Böses wollte, aber durch ihre etwas, ja, merkwürdige, krankhafte Art, diese DUPs, die Conduits zu beschützen, hat sie ja mehr gequält, als sie zu beschützen. Ob unsere Art und Weise der richtig ist, die Conduits einfach frei laufen zu lassen, also sie frei laufen zu lassen ist richtig, aber ich meine, wirklich akzeptiert werden tun sie ja momentan nicht. Ob das den Conduit wirklich besser tut, ist natürlich eine andere Frage. Es ist natürlich, wie ich finde, der richtige Weg, zu versuchen, zu verhandeln und so weiter und so fort. Aber es wird immer wieder Leute geben, die auf Conduits losgehen. Dann wird es immer wieder einige Conduits aufregen, die daraufhin zurückschlagen. Dann wird das wieder auch einige Menschen aufregen, die daraufhin wieder zurückschlagen. Und das schaukelt sich halt gegenseitig hoch. Ich weiß nicht, ob es da jemals in der Infamous-Welt Frieden geben wird. Aber naja... Wie gesagt, Augustine wollte den Conduits ja echt nichts Böses, aber hat es dann im Endeffekt halt irgendwie extrem übertrieben. So kann man es ja sagen. Ja, gut. Haben wir gelesen. Geben wir mal ein, die Nummer, die ich eben abgeschrieben habe. Ich hoffe, dieser Bericht ist der richtige. Bla bla bla. 1, 7, 2, 3, 3, 9, 9, das ist mittlerweile echt nur noch Nummern, nächste Nummer, noch eine Nummer, vier Text, noch eine Nummer, nächste Text, noch mal eine Nummer und noch ein Text und doch wieder eine Nummer. So, lest euch das durch, wenn ihr wollt. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen fertig mit Lesen und mit, was weiß ich, alles. Ach, jetzt kommt tatsächlich doch noch was anderes. Dann liest euch das halt durch. Director Augustine reported that we are the monitor Bennett closely and director blah 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 behavior blah, 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 fan. Wie groß ist die Nummer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, bla bla bla. Ist eine elfstellige Nummer. Müssen wir diese elfstellige Nummer jetzt eingeben? Also 7003171 8405. Boah, also wie gerade wer das lesen wollte, lese ich das durch. Ich habe da echt überhaupt keinen Bock mehr zu. Und das ist mir jetzt einfach viel zu viel Text. Und viel zu viele Nummern und viel zu viel eingeben. Und mit dem PlayStation Controller ist das sowieso scheiße zu navigieren. Und boah. Also irgendwie. Am Anfang fand ich das extrem mega geil, diese ganzen Detektivarbeit und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das halt wirklich ausgeartet zu 30 Milliarden Nummern, 50 Milliarden Seiten, die man nehmen muss. Und ja, da dann wieder 50.000 Codes, wovon nur einer relevant ist, wo man keine Ahnung hat, warum der jetzt relevant ist. Und dann versteht man wieder irgendwas nicht und dann muss man sich den nächsten Text durchlesen. Und dann kommt hier wieder so ein komisches Dokument. Und... Was müssen wir da jetzt raussuchen? Steht da irgendwas? Ist aber nicht das, was wir brauchen, ne? Da kommt noch was. Wie gesagt, ihr könnt pausieren das Video und euch das durchlesen, wenn euch das interessiert. Ich bin gerade echt ein bisschen durch mit dem ganzen Kram. Da hat Samuel Fishburne und was geschrieben. Ah, da kommt noch was. Also wie gesagt, pausiert und ich sehe da nur eine Nummer am Ende, wenn jetzt nichts mehr kommt. Dann geben wir die nächste Nummer ein. 1, 0, 2, 5, 5,
52119888. Ach, es wird irgendwie langweiliger, würde ich sagen. Am Anfang war das noch ganz cool, habe ich ja eben schon gesagt, mit den ganzen Detektivarbeiten-Kram. Und Fetch war erst verdächtig, dann war Eugene verdächtig. Aber so mittlerweile ist das ja wie total zusammenhanglos geworden. Also klar, diese ganzen Origami-Tauben beschreiben immer noch so ein bisschen den Werdegang von unserer Celia da, um die es mittlerweile überhaupt nicht mehr zu gehen scheint. Und es geht dann irgendwie nur noch um Ungerechtigkeiten gegenüber Conduits und weiß ich nicht, ob das jetzt so mega mäßig interessant ist. Oh, müssen wir jetzt hier ein Textpuzzle machen oder was? Okay, ich gehe mal davon aus, dass das hier oben ist, ne? Controller scheiße zu steuern. So, ist die ID da oben das, was wir brauchen? Dann habe ich jetzt schon alles. die ID wäre... Oh, ist das wieder so scheiße auseinander. Das müsste aber 26026378721 sein. Rein theoretisch. So, dann müsste das dahin kommen. Und das dahin. Dann müsste das dahin kommen. Oder auch nicht. Oh, Gottes Willen, ey. Wir bauen hier noch was ein, damit dich die Spieler richtig nerven. Das kommt da aber noch nicht hin. Das kommt wahrscheinlich hier ins Ende, ne? Ach, scheiß drauf. So, du kommst dann dahin. Is that a street? Steht da. Dann wird das dahin kommen. Und das dahin kommen. Ah. Dann muss das entweder unten noch hin. Ich weiß nicht wo genau, aber irgendwo hier muss das hin. So, ich hoffe, die ID ist tatsächlich das, was wir brauchten. Weil dann können wir die nehmen. Mal überschwenken zu unserem Profil. Hier hatten wir ja ein Handy, also unser Handy. Indem wir eine ID eingeben können. Das ist hoffentlich die, die wir da eben hatten, nämlich 2602 6837 8721. Ich submitte das mal. Passiert aber nichts, wenn ich auf Submit drücke. Der checkt das auch nicht. Normalerweise checkt er dann ja durch und guckt, ob das richtig ist. Deswegen werde ich das mal kurz... Hey, ich wechsle die Seite, ohne dass ich das will. Check doch! Dann werde ich das mal wieder kurz auf PC eingeben. Wird hier total interessant hier.
Wo hatten wir es denn? Infamous Paper Tray, Kack. Geh zum Profil. Geh zum Handy. Gib die Nummer ein, 2602 683 78 721. Submit. Und da checkt er was und da sagt er, es ist richtig. Und jetzt müssen wir der Spur auf unserem PS4-System folgen. Hat halt hier auf der PlayStation, kann das nur nicht submitten. Die Nummer ist aber die richtige. Ich weiß nicht, ob die für alle gleich ist. Für mich auf jeden Fall. Jetzt müssen wir Tyler Bennett konfrontieren. Machen wir das mal. Nein, ganz durch hier hin. Und einmal runter hier. Oh, sorry, das waren einige Zivilisten. Sehr schön, was sie da hinten so macht. Fällt mir alles. Danke, Polizisten. Dass ihr uns hier so helft. Und dann gucken wir hier. Oh, warte. Ja, ja, ich lasse ihn nicht zurück. So. Verfolgen wir mal Signal. Das sind die Namen von allen, die positiv. Signal kommt also aus dieser Richtung. Okay, es wird wohl einer von diesen Typen sein, der hier die Conduits, die potenziellen Conduits zu killt. Wenn du die Liste willst, komm! Ich krieg auf, wenn ich irgendwo runterspringe. Da kann ich die ganze Zeit mit dem Ding in der Hand hier rumlaufen, wenn man das hören will. So. Auf der anderen Stadtseite, oder was? Aus. Na dann. Gehen wir mal kurz hin. Und werden dann mal kurz auf die andere Seite müssen. So. Kein Signal, kletter höher. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. So. Check das mal ab. Das Ding ist jetzt in die Richtung. Oh, Moment. War das doch nicht auf der anderen Stadtseite? Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Hier ist nicht zufällig noch eine andere, ne? Boah, das war da hinten bei den Kackbooten. Ich bin umsonst hier rüber gegangen. Werde ich bei den Booten wieder rausgelassen, wenn ich hier so weit rüber schwebe? Ja, ich werde bei den Booten rausgelassen, das ist gut. Da sind wir doch. Du kannst die Liste haben, aber lass mich am Leben. Hier. Ungefähr. Das ist die Bedrohungsliste vom DOP. Alles meins. Jetzt müssen wir den Kram natürlich wieder mal senden. Mann, ein Schwarm wäre mal eine nette Abwechslung. Da kriegen wir nochmal Celias Origami-Taube. Damit müssten wir eigentlich Paper Trail Teil 4 auch abgeschlossen haben. Die EP-Bedrohungsliste und Celias Origami-Taube wurden ihrem Paper Trail-Profil hinzugefügt. Wenn sie bei Paper Trail zu untersuchen, sie um fortzufahren.
Okay, dann wisst ihr ja, was das heißt. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir auch schon drin und da unten steht schon Part 5 coming soon. Und ja, wir werden Part 5 natürlich auch noch machen und Part 6 auch, jetzt wo wir schon so weit gekommen sind. Aber wie gesagt, so ein bisschen ist bei mir der Reiz jetzt mittlerweile weg, weil ich finde, es wird einfach nur noch zu viel rumgeklickt, zu viel Nummern, zu viel Wirrwarr, zu viel Text, zu viel was weiß ich. Ach, das steht dann immer wieder dasselbe drin. Immer wieder sieht man, dass die Bürger gegen die DUPs, nicht gegen die DUP, dass einige Bürgergruppen sich halt gegen die Conduits verschwören und einige Conduits dann wiederum zurückschlagen gegen die Bürger und einige Bürger dann wiederum so tun, als würden sie von Conduits angegriffen worden, was am Ende gar nicht so war, sondern einfach nur gestellt oder dann wurden in dem Fall halt einfach wieder mal ein paar Conduits umgebracht. Das ist halt im Grunde genommen immer wieder dasselbe. Nur halt auf tausende von tausende, über tausende verschiedene Seiten in diesem Internet verstreut. Was halt wahrscheinlich doch einiges an Arbeit kostet, deswegen kommt das ja auch nur wöchentlich raus, diese ganzen Seiten zu designen und diese ganzen Passwörter zu machen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, war am Anfang eine willkommene Abwechslung, jetzt nach einer Zeit ist es halt dann doch irgendwie ein bisschen öde geworden. Aber naja, wie gesagt, wir werden Pepper Trail Teil 5 und Teil 6 auch noch machen. Und dann werden wir wohl mit dem Let's Play zu Infamous Second Son durch sein. Es wird irgendwann nochmal ein etwas umfangreicher DLC oder irgendwie sowas angekündigt. Dann werden wir den eventuell noch machen. Ansonsten ist hier nichts geplant. Wir sehen hier, dass unsere Freunde alle entkommen sind. Sowohl dieser Strauß als auch das Huhn als auch der Frosch sind alle von dem großen, bösen DUP und von der großen, bösen Augustine abgehauen. It says he left and went into the world. The others found their own way out. Also alle anderen haben ihren eigenen Weg nach draußen gefunden. Dann wird das hier wahrscheinlich, die drei werden dann wahrscheinlich Fetch, Eugene und Hank darstellen. Gehe ich mal von aus. Das sind die drei, die entkommen sind. Und sie war dann halt der Hase, der halt einen eigenen Weg nach draußen gefunden hat. The damage is done, the world wants us dead. Conduits beware, the damage is done, the world want us dead, conduits beware. Okay, da steht ja einfach nur doppelt, da steht aber noch was anderes. The body bag is in cruel... Was steht da? In the... It attempts to cover up a... Alter, Gwism... Side... Ich weiß nicht, was das hier heißen soll. So eine komische Handschrift. Seit yet it's exudiert deathly all in own. Lest es euch durch, wenn ihr die Schrift erkennen könnt, hier unten. Die Übersetzung ist mal wieder fehlerhaft, wie irgendwie alles. Muss man allerdings sagen, die haben sich zwar ziemlich viel Mühe gemacht mit dem ganzen Design und so weiter und so fort, aber es sind so viele Fehler drin in diesen ganzen Dingern. Egal ob Rechtschreibfehler, egal ob Übersetzungsfehler, egal ob Fehler, dass Nummern fehlerhaft angezeigt werden, dass irgendwelche Grafikbugs drin sind, nicht nur in der PlayStation 4, sondern auch in der PC-Version, dass hier unten die eigentlichen Übersetzungen gar keine Übersetzungen mehr sind seit Paper Trail Teil 3, sondern, na gut, im Paper Trail Teil 1 war noch alles übersetzt, in Paper Trail Teil 2 war einiges übersetzt, in Paper Trail Teil 3 war gar nichts übersetzt, in Teil 4 wieder die Hälfte und in Teil 5 wieder gar nichts, obwohl es angeblich in so und so vielen Sprachen vollkommen verfügbar ist. Also laut Sucker Punch ist alles übersetzt, schon jetzt, hat man ja gesehen. Und wenn dann manchmal was nicht übersetzt ist, dann ist es auch so wie jetzt teilweise noch verbuggt. Also da muss man echt, da haben sie ziemlich viele Fehler reingebaut und das kann eigentlich nicht passieren. Also da müssen die ein einziges Mal, müssen die Leute das durchgespielt haben. Das musst du nur einmal anspielen, du musst nur einer einzigen Person musst du dieses Ding in der Hand drücken, bevor das released als Beta und dann guckt sie das durch und dem fällt sofort auf, dass da unten alles fehlt oder alles falsch aufgeschrieben ist. Also das ist bestimmt einfach nur, da wird es keinen einzigen Beta-Test für gegeben haben für diese Dinger. Das finde ich schade, finde ich sehr schade. Man hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, diese ganzen Internetseiten und so weiter so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, dann aber die unten die Übersetzung komplett verhauen. Naja, egal. Da sind wir wohl durch. Wir haben hier noch... Ups. Warum ist jetzt alles schwarz? Egal. Manchmal verstehe ich die PlayStation nicht. Jetzt zurück zum Profil. Wir haben hier noch was anderes bekommen. Nämlich die Liste. Und die ist hier.
wir mal drauf. Gehen wir mal drauf. Aha. Ah, okay. Da ist die Liste. Beatrice's Read List. Da haben wir Weston Pardew, Fiona Tuesday, Abraham Miller, Art Finch, Chris Novacek, Tech Edelstein, Cara O'Neill. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind die 8, die jetzt gestorben sind, ne? Ja, damit haben wir die Liste. Toll. Ja, das war's mit Paper Trail Part 4. Wir sehen uns dann in Paper Trail Teil 5 wieder. Wie gesagt, jetzt erstmal ein wenig Pause. Denn Paper Trail Teil 5 wird erst am Wochenende erscheinen und ich werde ein, zwei Tage warten oder vielleicht auch drei Tage warten, bis ich das Ding mache, weil falls ich da nicht weiterkommen sollte, dass dann immerhin schon mal die ein oder andere Lösung auf Englisch im Internet stehen sollte, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das so wäre. Gucken mal kurz, wo wäre denn die nächste Paper Trail Mission? Die nächste Paper Trail Mission wäre hier wieder ganz unten auf der anderen Seite. Gut, also, ich werde jetzt ein paar Tage warten. In der Zeit wird Super Smash Bros. Und Super Smash Bros. Melee durchlaufen. Dann kommt Paper Trail Teil 5, dann wird Super Smash Bros. Brawl starten. Mittendrin dann zwei Tage halt Paper Trail Finale mit Teil 6 und ja, böses Finale. Also damit auch Finale des Let's Plays und dann geht's weiter mit Super Smash Bros. Brawl als Haupt-Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn ich ein bisschen die Motivation verloren habe bei den ganzen Zahlen und den ganzen Briefen und den ganzen Schriftzügen und den ganzen Rätseln, mit denen ich dann doch nicht durchgestiegen habe, wie zum Beispiel diesen komischen Punkträtsel da. Und ja, hatte trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß. Ich weiß nicht, ob das möglich ist bei so einem doch eher zum Zuschauen wahrscheinlich sehr öden Part, aber ja, wenn einer von euch Spaß hatte, dann freut mich das natürlich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.